Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Minecraft Millionaire. So, wir sind hier immer noch fröhlich am Holzhacken, mehr oder weniger fröhlich. So, das nehmen wir alles mit. Und das da. So, mal gucken, über was könnten wir denn jetzt reden? Das letzte Mal haben wir über Aufnahmeprogramme und sonst was geredet. Ich habe ja erzählt, dass mein Prozessor kaum ausgelastet ist. Aber wie gesagt, ne, es gibt ja immer so Programme, die sich dazwischen schieben, die man nicht sieht. Wie zum Beispiel dieser iTunes-Helper oder so. Da habe ich gemerkt, was ich ein bisschen schade finde, weil ich eigentlich eine Zeit lang mit iTunes sehr gerne Musik gehört habe, bis ich dann PlugDJ entdeckt habe. Und ich mache mal kurz Musik wieder an. Übrigens, ich benutze nicht iTunes, sondern hier Windows Media Player, genau, um nebenbei Musik laufen zu lassen. Grund ist nämlich, ist euch bestimmt auch schon mal aufgefallen, falls ihr iTunes benutzt, ja, das zieht irgendwie ganz schön viel Leistung. Also es braucht erstmal mega lange zum Starten. Also bei mir ist das jetzt nicht mehr so lange, weil ich halt eine SSD habe. Aber vor allem, als ich meinen Laptop hatte, hat das relativ lange gestartet. Also da habe ich dann erstmal eine Minute oder so gewartet, bis das komplett gestartet war. Das fand ich schon mal scheiße, wenn ich mir so angucke, wie das auf Apple-PCs funktioniert. Da klickst du drauf und das ist sofort da. Da bin ich dann schon so ein bisschen erstaunt, sage ich mal. Aber liegt natürlich auch dran, dass die irgendwie aufeinander abgestimmt programmiert wurden. Ist halt jetzt bei Windows nicht der Fall. Die haben ja kein Apple-Programm extra für Windows programmiert, sondern die haben das halt einfach nur so ein bisschen transferiert und das war's. Nee, aber was ich ein bisschen schade finde, dass das halt ja bei Windows so lange startet. Und dann im Hintergrund auch immer irgendwie viel Leistung zieht. Also ich merke das, wenn ich so meinen PC im Leerlauf laufen lasse. Der CPU ist zwar nicht... Also der Prozessor ist zwar nicht ausgelastet, aber iTunes zieht irgendwie immer trotzdem irgendwoher ein bisschen Leistung. Weil nämlich, das sehe ich dann an der Gradanzeige. Also wenn ich den im Leerlauf laufen lasse, ohne irgendwelche Programme im Hintergrund, wenn ich komplett alles geschlossen habe, auch im Taskmanager, alles was da so offen ist, dann läuft der, weil es halt ein AMD-Prozessor ist, die sind halt relativ warm, sag ich mal, da läuft der so bei Raumtemperatur, also ich sag mal so 20 Grad. Ich hatte Minimalwert, ich glaube 15 Grad, auch wenn ich nicht so ganz weiß, wie das geht, weil es ist ja kein Kühlschrank, sondern einfach nur ein Ventilator, der da dran klebt. Aber ist ja egal, ne? Und ja, auf jeden Fall, wenn ich dann halt iTunes laufen lasse, dann sind das nicht mehr 20 Grad im Leerlauf, sondern halt, auch wenn ich es nur laufen lasse, wenn ich keine Musik höre, nur wenn der iTunes-Helper läuft zum Beispiel. Wenn ich iTunes wieder geschlossen habe, ist der iTunes-Helper immer im Hintergrund noch offen. Dann läuft der schon mal so auf durchschnittlich 40 Grad. Das ist schon ein bisschen mehr, das finde ich irgendwie schon manchmal ein bisschen komisch. Deswegen gucke ich immer regelmäßig nach, was ich so im Hintergrund laufen habe. Und schließe einfach alles, was ich nicht brauche. Ich weiß nicht, ob sich das hier auf die Aufnahme überhaupt bemerkbar macht. Also jetzt gerade nicht mehr, weil ich sowieso keinen Shader mehr drin habe. Fällt mir übrigens gerade auf, ne? Weil eigentlich ist es mitten in der Nacht. Mit dem Shader wäre es jetzt stockeduster. Aber dank ohne Shader, ja, können wir jetzt alles schön sehen, ne? Naja. Okay, da ist noch ein Bäumchen. Das pflanzen, also das holzen wir mal ab. Und dann haben wir hier irgendwie, keine Ahnung, ein, zwei Folgen lang Holz gefarmt. Dann sollte das denen aber auch erstmal reichen. Ich würde sagen, ein bisschen was behalten wir erstmal zu Hause. Dann können wir das immer so nach und nach verkaufen, je nachdem, was wir brauchen. Und können halt selber mal was zum Craften, beziehungsweise vielleicht wollen wir uns ja auch mal selbst was bauen, benutzen. So. Tada. Okay, und dann haben wir nämlich den Baum hier auch gleich schon wieder weggemacht. Entschuldigt, dass ich so ein bisschen irritiert bin, da draußen laufen meine Eltern manchmal ein bisschen durch den Flur. Ich bin ganz froh, dass die jetzt mittlerweile nicht mehr so oft reinplatzen, wie das eine Zeit lang mal war. Jetzt kann ich auch mal aufnehmen, wenn die zu Hause sind, das ist ganz nett. Dann bin ich nur immer ein bisschen leiser, damit die nicht unbedingt hier, ne, bei meinen intimen Gesprächen zuhören. Ne, Spaß, Iwamuro no Hito hat einen Überfall auf Asnieres Les Patunes gestartet. Okay, interessiert mich immer noch nicht. Das müssen die nämlich nicht immer wieder sagen. Oder ist dieses Asnieres Patunes meins? Moment,
Karte des Gebiets. Nee. Longrayer. Longrayer ist meins. Okay. Also da muss ich nur drauf aufpassen, wenn da irgendwas mit Longrayer steht, dann ja, bin ich böse. Ansonsten mir egal. So. Ui. Da juckelt's mich gerade. Was war denn das? So. Hier direkt wieder nachpflanzen. So, dann wollen wir hier hinten den Baum noch abholzen und dann war's das, würde ich erstmal sagen. So ganz grob. Ich habe ja irgendwann schon mal drüber geredet, dass wir hier eine Baumfarm, also so eine richtige Baumfarm machen können. Also so, ne? Wie wir das im Singleplayer, also so, ne? Schon mal hatten. Aber irgendwie ist das unnötig. Hier, jetzt gerade. Weil wir farmen jetzt mal wieder seit Jahren, so ungefähr. Das heißt, da brauchen wir eigentlich nichts mehr. Außer die brauchen jetzt wieder massig Holz, aber das bezweifle ich irgendwie. Ich denke mal, wenn wir das hier gefarmt haben, dann sollte das denen schon fast wieder reichen. Dann fangen die wieder an, mit Steinen zu bauen. Das heißt, dann können wir uns wieder ganz viele Steine cheaten. So. Übrigens, ich habe das jetzt irgendwie mal ausgerechnet. Haha. Hat lange gedauert. Ich starte das mal kurz. Mal gucken. Wahrscheinlich öffnet sich das jetzt direkt über mir. Also über Minecraft. Oder es öffnet sich einfach gar nicht. Ach doch, da. Habe ich mir nämlich eine schöne LibreOffice-Calc-Datei erstellt. Also ne. Calculate oder wie auch immer, was für was das eine Abkürzung ist. Auf jeden Fall halt so eine Calc-Datei. Ist so eine Art Excel. Und da habe ich mir das schön geordnet reingeschrieben. Und wir haben jetzt insgesamt 20a, also... Moment, wollen wir sie denn eigentlich rum? Ach Gott, ist das verwirrend. Ne, also diese 20a, die wir hier haben. Warte kurz. Wo haben wir die denn? Warum ist denn unser Geld weg? Das wundert mich jetzt ein bisschen. Ist das wegen dem Update etwa passiert oder wie? Das ist jetzt ein bisschen scheiße. Könnten wir natürlich uns wieder cheaten, aber irgendwie habe ich gerade keinen Bock mehr, Geld zu cheaten. Och nö. Dass mir das erst jetzt aufgefallen ist, das ist ja doof. Ich glaube, ich gucke dann einfach in einem anderen Account nochmal nach. Also in einem älteren so. Ich habe ja immer mal zwischendurch Backups gemacht, dann übernehme ich das einfach. Mal gucken. Auf jeden Fall 20 Agent. Dieses Silber haben wir da uns verdient. Durch Cheaten. So, was sagt der zu uns? Ach Mann. Jetzt muss ich hier die ganzen Erfolge neu machen, oder wie? Naja, egal. Ich gucke, wie gesagt, nochmal nach. Oder beziehungsweise kann ich ja auch einfach... So, gucken wir mal. Das da. Komm, verkaufen wir denen mal zwei Stacks. Dann sollten die ja erstmal wieder genug haben. Dann sollten die sich erstmal wieder freuen. Ich gucke dann einfach, wie gesagt, im Video, im letzten Video, was wir da so hatten und dann cheate ich das einfach wieder, außerhalb der Aufnahme. Ich wollte schon wieder hier in das Haus gehen. Ach komm, verkaufen wir denen noch einen dritten Stack. Komm mal her. So, noch ein dritter Stack. Und dann reicht das ja erstmal. Ja, wahrscheinlich ist das wirklich wegen dem Update weg. Das letzte Mal hatten wir das ja, glaube ich, noch, oder? Sollten wir eigentlich. Oh, und dann können wir da hinten mal wieder vermehren, fällt mir gerade auf. Nehmen wir noch ein bisschen was aus unserem Haus mit. Da. Jo. Okay, nehmen wir mit. Lassen wir einfach mitgehen. So. Habe ich jetzt so entschieden. Und dann können wir das hier nämlich alles ernten. Eigentlich haben wir ja schon genug Kühe, ne? Also genug Kuhfleisch und sowas haben wir auf jeden Fall schon. Das heißt, so langsam reicht's eigentlich. Wir könnten natürlich auch wieder hier auf schwierig stellen. Dann würden wir das Essen wenigstens mal benutzen. Aber nee, ist ja langweilig, ne? So. Alles mitnehmen. So. Okay, das war mal wieder ein Anzeigefehler. Die sind zwar weniger geworden, aber die gibt es immer noch, diese Anzeigefehler. Finde ich irgendwie ein bisschen doof. Die sollten das mal irgendwie... Ja, keine Ahnung. Ist ein bisschen komisch, dass die Hitbox von einem Item nicht mit dem... mit der Grafik verbunden ist. Das ist irgendwie ein bisschen doof. Das sollten die mal irgendwie ändern.
Naja, aber ist ja egal. Wenn man es weiß. Okay. Wenn man es weiß, dann ja. Ist ja egal, ne? Hallo und hallo und hallo und hallo. Okay, jetzt geht es hier wieder richtig zur Sache. Na, ihr Kühe. Da hinten freuen sich die Tentakel der Kraken auch schon. Also der Tintenfischse. Oh la la, was ist denn hier los? Übrigens, bald ist ja hier Dezember. Also bei mir bald, bei euch wahrscheinlich jetzt schon. Alter, wie gehen die denn hier ab? Das bedeutet Weihnachten und so. Muss ich mal gucken, ob ich da irgendwas mache. Ach du Scheiße. Also unsere Kuhhöhle wird immer besser gefüllt. Das ist schon irgendwie ein bisschen beängstigend, wenn man hier so runterguckt. Aber ist ja egal. Mich wundert es, dass die hier nicht rausspringen. Also hier die eine Kuh versucht es gerade, kriegt es aber nicht hin. Aber irgendwie bleiben die alle ganz brav da drinnen. Das wundert mich so ein bisschen. So, reicht jetzt erstmal. Kühe schlachten machen wir dann, wenn wir wieder Hunger haben. Ich würde sagen, jetzt vermehren wir erstmal keine Kühe mehr. Weil wir haben ja genug. Ich trinke mal kurz was. Weil trinken ist wichtig und so. Okay. Okay, kann weitergehen. Jetzt könnten wir ja rein theoretisch auch wieder ein Texture-Pack reinmachen, fällt mir gerade so auf. Aber egal. So. Okay, bringen wir das mal alles wieder in unser Haus. Oh mein Gott, ich wollte nicht zuerst in das andere Haus rennen. So langsam gewöhne ich mich anscheinend dran. Das, das, das. Essen brauchen wir noch. Deswegen behalten wir das mal. So, und das packen wir jetzt erstmal alles da rein und unser Geld da rein. So. Ich würde sagen, einfach mal so spaßeshalber, mache ich das mal jetzt während der Aufnahme. Ich gucke einfach schnell nach, wie hier, wie viel Geld wir im letzten Video hatten. Weil ich will ja Geld haben und so. Okay, da ist es. Moment, halt, stopp. Ah, okay. Erstmal schnell muten. So, gucken wir mal ganz am Ende. Also 9a und 40d sind das anscheinend. Ne, diese Bronzenen sind halt D. Und dann hatten wir noch ein Ohr da im Dingens drinne. Okay, machen wir mal so. Guck mal, hier too many items. So. So wird's geschrieben, genau. Also, davon hatten wir 1. Davon hatten wir 1, 9, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Und davon hatten wir 40. Das heißt, ich cheate mir einfach so ein bisschen was. Na. Und den Rest schmeiße ich weg. So. Können wir das hier auch gleich wieder ausmachen. Und dann haben wir nämlich hier wieder unser Geld. So. Das ist ganz gut. Weil Geld ist wichtig. Wichtig und so. Ja. Ne? Achso, das hier rechts, dieses Fenster könnte ich auch wieder zumachen, damit ich wenigstens sehe, wie viel Zeit wir haben. Wie viel Uhr und so. Und die Uhr sagt mir gerade, dass ich jetzt mal wieder so langsam einen Cut machen könnte. Und ich würde sagen, das machen wir doch auch mal. Ich gucke nochmal kurz hier drüben bei den Pferdis, ob die jetzt gerade noch da sind. Nicht, dass die nicht, dass die wieder weg sind. Das wäre nämlich doof. Okay, da sind sie noch. Way, hallo. Okay. Dann stellen wir uns hier zu den Pferdis. Schwein, geh raus. Dankeschön. Und dann, ja, verabschiede ich mich hier an dieser Stelle. Und würde sagen, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, ne? Bis dann, tschüss!